Los, Kleiner. Erst Titan, jetzt Ramu. Ganz schön anstrengend. Für Luna ist es sicher noch anstrengender. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann befindet sich Luna in großer Gefahr. Danke. Die Jagdsaison ist eröffnet. Ja. Vorwärts. Ja. Jo. Also dann? Noch da oben! Feinde! Danke! Sag mal, Nock, warum hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa eine Göttin? Eher eine Art Botin im Auftrag der Götter. Wow. Bis bald, Kleiner. Pronto. Vorsichtig. Pronto. Also dann. Deine Zeit ist rum. Vorwärts. Ja. Ah. Los, Kleiner. Bis dann! Ist das lästig. Klappe zu, Monster tot! Du bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Verschwinde! Laut! Okay! Sehr schlechte Sicht. Putz deine Brille. Danke für den Tipp. Augen drauf! Tut mir leid. Das war einfach.
Erfreulich. Der Prinz genießt rasch. Wer? Gentiana, eine Emissärin. Hat der Prinz von uns gelesen? Ja, aber eigentlich weiß ich nur, was Luna mir erzählt hat. Luna Freya. Ja, Luna... Schön, dass Sie sich gut verstehen. Der König und die Kanagi müssen stets eine Einheit bilden, um diese Welt vor dem Dunkel zu bewahren. Das war Gentiana in Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten. Ins Auge des Sturms möge er schreiten, um die Gaben zu empfangen. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder. Doch er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Noct, was ist? Wieder Kopfschmerzen? Ich habe Gentiana gehört. Hatte sie eine Nachricht von den Göttern? Ihre Stimme hat die gleiche Wirkung auf Noct wie die Titans. Also dann? Danke. Die Kanagi erweckt die Götter aus ihrem Schlaf, den König mit ihrer Kraft zu segnen. Was ist? Hörst du sie wieder? Ja. Luna weckt die Götter. Hey Noct, über dir! Ist diese Gentiana denn ein Mensch? Nein. Die 24 Emissäre sind göttliche Geschöpfe. Sie haben eine ähnliche Funktion wie Luna. Die Götter brauchen sie, um mit uns zu sprechen. Also so eine Art Kanagi. Nur heiliger. Also war Luna tatsächlich in Destalum. Iris hatte recht. Nachdem ihr die Flucht aus Insomnia gelungen war, muss sie sich sofort auf den Weg gemacht haben, um Titan zu erwecken. Du stehst verdammt tief in ihrer Schuld, Noct. Denkst du, das weiß ich nicht? Jetzt ist unsere Chance. Das war's. Wie schmeckt dir das? Teamwork.
einmalig! Sehr schlechte Sicht. Trotz deiner Brille. Danke für den Tipp. Du bist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Ah, das wäre geschafft. Lasst uns zurückgehen und zocken. Zurück wohin? Ins Hotel? Träum weiter. Vorwärts! Ja. Großartig, Leute! Kindermacht! Was? Ja! Tut mir leid! Das war's dann wohl! Kein Grund zur Sorge. Bin beeindruckt, Markt. Pronto, vorsichtig. Das war ja nicht schwer. Wir verstehen uns. Das war leicht. Ja, weiter. Vollzogen ist der Ritus von Blut und Geist. Der König muss den Pfad bereisen, den die Kanagi geebnet hat. Nocht, alles okay? Ja, Luna hat eine Segnung vorbereitet. Damit du eine weitere Götterkraft bekommst? Geh schon ran. Iris? Sicher wieder auf lautlos. König. Er muss gen Osten ziehen, zur Vorschuhhöhle. Das Siegel ist gebrochen. Der letzte Stein ruft den erwählten König aus der Tiefe. Er muss ihn vor dem Imperium erreichen. Wir müssen zur Fosho-Höhle. Schnell! Okay, bringen wir's hinter uns. Zoramu! Wie aufregend! Bereiten wir uns entsprechend vor. Los, Kleiner. Hier räume ich auf. Wer hätte gedacht, dass Götter ihre Kräfte mit Menschen teilen würden? Ich hätte mir nie träumen lassen, ihnen je so nahe zu kommen. War ja schon aufregend, Insomnia zu verlassen. Aber das...
zum Angriff! Was mit dir? Keine Gnade! Das war knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Hey, Noct, über dir! Aus meinen Augen. Hey, Noct. Das hätte gerade böse ins Auge gehen können. Noch stehe ich ja, oder? Gerade mal so. Komm, du! Dachte schon, du fragst nie! So muss das sein! Ja! Also dann? Danke. Angriff von rechts. Okay. Das wird ein Kinderspiel. Okay. Gehen wir. Yo. Noct, da oben! Feinde! Danke. Schluss mit lustig! Das war's. Und was machen wir aus dir? Oh, eine neue Rezeptidee? So war das nicht gemacht. Nimm das! Komm mit dir! Nimm das!
weitergeht. Ja. Los, Kleiner. Hey, Nacht, über dir. Ich reite voraus. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Also dann? Nacht. Ich höre Magitech-Motoren. Ist ja ganz schön frisch. Allerdings. Aufgepasst. Nach Amus Kraft kommt Leviathan? Ja. Ich vermute, dass Luna bereits auf dem Weg zur Wassergöttin ist. Bedeutet das etwa noch einen Ritus für Luna? Oh, weia. Hey, Nacht, über dir! Oh Mann, das war mein erstes Mal auf so einem Schiff. Die Gelegenheit kriegt man nicht alle Tage. Diesmal gebe ich die Befehle. Aber mach's kurz. Und auch für mich verständlich. Greift an. Das wird ein Kinderspiel. Okay. Pronto! Dachte schon, du fragst nie! Nacht hat voll den Lauf! So bin ich halt. Aber hallo!
Ich führe dieses Mal. Brauchen wir keine Strategie oder sowas? Wir haben eine. Wir vernichten den Feind. Mein Auftritt! Keine Gnade! Mein Fehler. Gladio, los! Und? Abflug! Ja. Exzeptionell. Gute Arbeit. Das war verdammt nah. Zu nah für meinen Geschmack. Was für eine hübsche Farbe. Hey, seht mal. Der Blitz ist anscheinend da eingeschlagen. Soll wohl eine Art Einladung sein. Da wären wir. Die Vorschauhöhle. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Also Vorsicht. Okay. Wirkt ziemlich tief und düster. Schwer zu sagen, wo das endet. Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Wieso lande ich bloß immer in solchen Situationen? Wir müssen auf alles gefasst sein. Leute, bleibt wachsam. Hey, Nocht, sieh dir das mal an. Passen wir durch. Nichts wie rein. Ist ziemlich eng. Ja. Das könnte gehen. Ich glaube, ich hyperventiliere gleich. Wie unheimlich. Weiter so, Nocht. Jupp. Weiter. Ja.
Da können wir durchkriechen. Nur nicht den Kopf verlieren. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Na, wie sollen wir vorgehen? Wir machen sie platt. Sehr hilfreich. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Vorwärts. Wie weit geht das noch? Wie auch denn noch? Also dann. Weiter. Ja. Ja. Ihnen wird Höhe und Trieb vergingen. Ade! Das schaffen wir doch locker. Deine Zeit ist rum. Weiter geht's. Ja. Ja. Endstation. Vorsicht! Hinter dir! Ja. Hier geht's nicht weiter. Da passen wir durch. Versuchen wir's. Keine Gnade! Wartet mal! Ja. So eng hier. Ich kann mein Schwert kaum schwingen. Nee, du triffst mich. War einfach.
Leute, hört ihr das auch? Ja! Pronto, was ist los? Hey, bist du okay? Hier drüben. Pronto! Hey, antwortet verdammt! Ich hab genug! Was zum Teufel machen wir hier? Da war eine Riesenschlange! Das Viech wollte mich verschleppen! Nein! Das war zu erwarten. Halt still, verdammt! Alles okay? Hey, antwortet! Ich brauche Hilfe! Oh, Mann, nicht doch! Gehen wir! Oh, das sieht kostbar aus! Könnten wir verkaufen. Vorwärts. Ja. Thank you.
Quatsch! War ein Ausrutscher. Kommt, hier geht's weiter. Sie ist hier irgendwo! Nun, zeig dich schon! Beruhig dich. Keine Chance. Hier brauchen wir wohl auch einen Schlüssel. Leichter gesagt als getan. Fragt sich nur, wo wir den finden. Yep. Da ist sie! Macht sie platt! Macht sie platt! Schnell, knockt! Wieso? Mir hat sie nichts getan. Thank you.
war das denn? Keine Ahnung. Soll sie doch besser auf ihre Brut aufpassen. Hoffentlich treffen wir nicht noch ihr Kind. Was zu sehen von dem Stein? Sind sicher bald raus hier. Kopf hoch. Endlich haben wir ihn gefunden. Na, ein Glück. Nord, dein Auftritt. Das ist also die Kraft des Donnergotts. Hatte er gedacht, gegrillt zu werden? Manche Götter sind offenbar freundlich. Aber auch nur manche. Arme Luna. Du kannst dich bald persönlich bei ihr bedanken. Nach unserer Überfahrt. Und üb für sie schon mal das Lächeln. Ja. Der Regen hat aufgehört. Vermutlich war das Ramus Rufen nach Nocht. Da oben, was ist das? Das Ding ist ja noch größer als die letzte Basis. Ja? Noctis? Der Regalia. Ja? Er ist offenbar in der Niflheimer Basis. Das wird schwierig. Mit imperialen Kampfmaschinen kenne ich mich leider nicht halb so gut aus wie mit Autos. Lass gut sein. Wir kümmern uns drum. Ja? Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Also dann, ciao. Wer war's? Das war Sydney. Was? So kannst du doch nicht mit ihr reden. Siehst du doch, ich kann. Hat sie den Regalia gefunden? Ja, in einer Niflheimer Basis. Na toll. Davon lassen wir uns nicht abhalten. Wann holen wir ihn ab? Jetzt, sofort. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber ich glaube, diese Basis hätte schon viel eher hier ankommen sollen. Der Sturm hat jedoch eine sichere Landung verhindert. Wahrscheinlich sind sie hier, um den Regalia nach Niflheim zu schaffen. Also haben wir Ramu zu verdanken, dass der Regalia noch hier ist. Dann können wir es noch schaffen. Ja, holen wir ihn uns zurück!